Vielen lieben Dank dir, Stefan, für diesen tollen Überblick. Und der Applaus spricht ja für dich. Danke. So, wir machen nun weiter mit dem Thema Smart City. Und ich freue mich, dass wir einen Smart City-Experten jetzt hier auf der Bühne haben, der uns nämlich erzählt, was denn der Schlüssel zu einer erfolgreichen Smart City ist. Er selbst ist Head of Public Sector Digital bei Bechtel. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Ein Applaus bitte für Claudius Schaufler. Ein Applaus. Ja, hallo zusammen. Schön, dass Sie alle da sind zum Vortrag Smart City und herstellerneutrale Technologiepartnerschaft als Schlüssel zur Umsetzung von der Smart City. Ich bin Claudius, wie gerade auch schon erwähnt wurde. Ich bin bei der Bechtle AG für das Team Public Sector Digital zuständig. Was machen wir? Das Team Public Sector Digital ist dafür zuständig, neue Themen, also die neuen Themen, die jetzt gerade so am Horizont stehen natürlich, wie zum Beispiel Smart City für die Bechtle anschlussfähig zu machen. Also erstmal zu schauen, was kommt dann da eigentlich auf uns zu und wie können wir jetzt letztendlich als Bechtle, als IT-Systemhaus etwas zu diesen Themen beitragen in Zukunft. Das machen wir unter anderem für Smart City, wir machen das aber auch für KI und jetzt aktuell auch für Metaverse. Wir haben auch am Stand bei Bechtle unter anderem dieses Thema mal für Sie aufbereitet mit Virtual Reality Brillen, wo Sie in die Smart City bei uns eintauchen können, verschiedene Use Cases sich mal anschauen. Aber erst noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Die Bechtle als Name vielleicht bekannt. Hier nur mal so ein Überblick. Wir sind das größte IT-Systemhaus in Deutschland. Wir haben sehr, sehr viele Kunden im Public Sector als auch im Commercial Bereich. 60% unseres Umsatzes machen wir im Commercial Bereich, 40% allerdings auch schon im Public Sector und haben da eine sehr, sehr breite sozusagen in der Fläche sich ausdehenden Kundenstamm mit 70.000 Kunden tatsächlich, die wir in Europa haben und dementsprechend natürlich auch ein ganz gutes Gefühl für was da draußen benötigt wird und was die Kommunen gerade so umtreibt, letztendlich ja unsere Kunden. Was dieses Gefühl ist, und was wir da gerade so erfahren in unseren Kundengesprächen, was sie brauchen, was die Herausforderungen sind, gehe ich gleich dann auch nochmal drauf ein. Jetzt aber zum Titel des Vortrags, gemeinsam zur intelligenten Stadt. Ich habe jetzt mal ein paar Zahlen auch nochmal mitgebracht, nicht aus der Bechtle, sondern eigentlich aus dem öffentlichen Sektor logischerweise, wo denn aus unserer Sicht denn jetzt auch, was man so nachlesen kann, die Leuchtturmprojekte Smart City in Deutschland derzeit auch stehen. Nicht nur wir orientieren uns da natürlich dran, sondern auch unsere Kunden, unsere Kommunen, die bei uns ein- und ausgehen, schauen natürlich auf diese Modellprojektkommunen Smart City und schauen, was sie machen, wo sie stehen und was so Ansätze wären, natürlich die Smart City auch umzusetzen. Was wir hier jetzt links sehen, ist der aktuelle Stand der kompletten Maßnahmen aller Modellprojektkommunen in Deutschland. Die 73, die wir haben, die gefördert werden mit an 820 Millionen. Und deren 634 Maßnahmen, die derzeit in Deutschland umgesetzt werden, sind in diesem Stadium hier, wie wir es hier links sehen. Das heißt, links dieser Block, der so bläulich-grau gezeigt wird, das sind die Maßnahmen, die derzeit noch in der Planung sind, oder in der Pilotierung, dieses dunkelblauen, oder in der Planung noch nicht gestartet, ganz hellblau links. Und dieses braune, dieser große Balken, das sind die Maßnahmen, die derzeit in der Umsetzung sind. Wenn man das mal anders darstellt, dann sieht man, dass in Pilotierung und Umsetzung etwa 50% dieser 634 Maßnahmen derzeit ausmachen und 45% der Maßnahmen, die von diesen Modellprojektkommunen Smart City definiert wurden, derzeit noch in der Pilotierung sind oder besser gesagt noch umzusetzen oder in Planung. Das heißt, die Hälfte der Maßnahmen der Modellprojektkommunen Smart City kommt noch auf uns zu. Die Projekte laufen allerdings schon 4 oder 5 Jahre. Seit 2019 ist ja die Förderung gestartet. Natürlich kamen immer im Verlauf der Jahre neue Kommunen hinzu. Aber das ist noch ein ganz schönes Brett an Maßnahmen, die da umgesetzt werden müssten in den nächsten Jahren. Und dann muss man sich vor Augen führen, dass im nächsten Jahr die Förderung für die ersten Kommunen schon ausläuft. Und respektive dann natürlich auch die Förderung für die Kommunen, die danach kamen, 25 und 26. Das heißt, einfach mal so aus der Logik eines IT-Systemhauses gesprochen, wir denken in Iterationszyklen von Wochen und Monaten letztendlich dann auch in der IT-Implementierung, weil wir halt auf Lösungen aufbauen, die es schon gibt. Würde ich jetzt mal so titulieren, nicht unbedingt auf der Überholspur, was die Umsetzung von Smart City in diesen Kommunen, wie wir sie gerade gesehen haben, und hier sehen wir auch nochmal die Verortung dieser Kommunen in Deutschland angeht.
Jetzt sind wir ein Systemhaus, wir sind in der Fläche unterwegs, das hatte ich gerade schon gesagt, 70.000 Kunden in ganz Europa. Uns interessiert jetzt natürlich auch, wie können wir das unterstützen, jetzt nicht nur in diesen 73 Modellprojektkommunen unterwegs zu sein, sondern das Ganze auch in die Fläche zu bringen. Und wir reden ja alleine in Deutschland, da haben wir Dach letztendlich noch gar nicht einkalkuliert, von knapp 11.000 Gemeinden. 73 davon fördern wir derzeit im Bereich Smart City. Würde das jetzt einfach mal hochrechnen, wenn wir jetzt da schon 634 Maßnahmen haben, um diese Kommunen, sage ich mal, auf einen guten Stand der Digitalisierung zu bringen, was Smart City angeht, nicht voll digitalisiert logischerweise am Ende des Jahres dastehen zu haben, sondern gute erste Pilotprojekte zu meistern und das mal hochrechnen auf ganz Deutschland, dann wäre es tatsächlich so, dass wir ja dann knapp 100.000 Maßnahmen irgendwann umsetzen müssten, wenn wir es nicht hinbekommen, das irgendwie schlau zu transferieren. Wenn wir nicht die Erkenntnisse letztendlich aus den Smart Cities, die derzeit da draußen sind, die Modellprojektkommunen, nutzen, um das den weiteren Kommunen, die es da draußen gibt, zugänglich zu machen. Wir dürfen kein letztendlich zweites OZG hier aufbauen, das dann Probleme hat letztendlich im Transfer und zu der Maßnahme EVA geführt wird, sondern jetzt schon mitdenken letztendlich, wie dieser Transfer stattfinden kann. Sonst laufen wir tatsächlich hier auch in ein Finanzierungsproblem rein. Ich habe das jetzt nur mal so hochgerechnet, ganz einfach an diesem Beispiel. Wenn man jetzt sagt, 73 Modellprojektkommunen werden mit 820 Millionen finanziert, was bräuchten wir denn eigentlich Bundeshaushalt für Finanzierungsmittel, um das auch flächendeckend zu machen? Da kommt eine Zahl raus, die meine Vorstellungskraft etwas übersteigt. Deshalb hier, das können Sie ja selbst nachrechnen, haben wir auch in der Finanzierung ein Problem. Das heißt, wir hatten gerade gesehen, wir sind nicht auf der Überholspur, was die Modellprojektkommunen angeht. Wir haben ganz schön prozessuale Herausforderungen, die da auf uns zukommen werden, wenn wir das wirklich in die Fläche 11.000 Kommunen bringen werden. Und finanzierbar ist das mit dem aktuellen Stand, wie wir derzeit Smart City in die Implementierung bringen und wie wir Smart City auch wirklich finanzieren, nicht leistbar, vor allem nicht auf kommunaler Ebene. Ich hatte gerade schon erwähnt, wir sind ständig mit Kommunen im Austausch, zu anderen Themen natürlich als IT-Systemhaus, da geht es viel um Hardware. Wir sind letztendlich dann der Partner, der vom Data Storage bis zum Laptop und der Maus alles für die Kommunen umsetzt, kriegen da aber natürlich auch ganz gut mit, was die so umtreibt und wie die eigentlich das Thema sehen. Wenn man da in die Gespräche mal reinhört, dann kriegt man solche Aussagen, wie ich jetzt mal so ganz grob zusammengefasst habe, in den Gesprächen raus. Also da geht es dann sowas wie, ja, Smart City ist gut, aber wir kümmern uns jetzt erstmal ums OZG, das ist ja auch noch so ein Thema. Selbst wenn wir uns ums OZG kümmern, wir haben da eigentlich auch gar keine Ressourcen dafür. Wir sind letztendlich mit keinem Personal ausgestattet, die sich um Digitalisierung kümmern. Oder man sagt, Smart City, das machen bei uns die Stadtwerke oder die kommunalen IT-Dienstleister, das liegt eh nicht bei uns. Also da ist auch eine Problematik letztendlich zu schauen, nicht nur zu sagen, wir müssen das jetzt in die Fläche kriegen, sondern wer macht das denn auch am Ende? Wer ist denn der Ownership letztendlich, Smart City umzusetzen? Denn in der Kommune sehen wir da extreme Herausforderungen halt auch, was die Kapazitäten angeht. Und dementsprechend werden wir da jetzt schon bei ganz schön vielen Herausforderungen, die da vor uns stehen, um Smart City wirklich in die flächendeckende Anwendung zu bringen. Und dementsprechend haben wir da jetzt einen ganz konkreten Ansatz entwickelt bei Bechtle, der es ermöglichen wird, mit unserer Power letztendlich in der Fläche die Kommunen auch zu befähigen, die eben vor diesen gerade genannten Herausforderungen stehen, keine Kapazitäten haben, mit den Prozessen überfordert sind, kein Geld haben, und das letztendlich dann auch ihnen ermöglichen, selbst hier Projekte in die Initiierung zu bringen, auf Basis von Lösungen, die bereits existieren. Dieses Angebot seitens Bechtle, das nennen wir Smart City at Bechtle, die Smart City Transformation Services, haben wir sehr eng eben entlang der Bedarfe von den Kommunen getaktet, logischerweise. Ich hatte ja gerade erzählt, wir müssen die Kommunen verstehen, die haben verschiedenste Herausforderungen und dementsprechend folgt unser Angebot eben auch dem Weg, den Kommunen vollziehen müssen, um Smart City in die Umsetzung zu bringen. Das fängt an, wo wir die Kommunen abholen sozusagen in ihrem aktuellen Stand, wo auch die meisten Kommunen letztendlich in Deutschland noch derzeit unterwegs sind, in der Phase Neuland und Exploration. Also wenn die Kommunen noch keinen wirklichen Plan haben von Smart City, den Begriff so ungefähr einschätzen können, aber jetzt noch nicht wirklich wissen, was es bringt und was sie dafür bräuchten, jetzt um loszulegen. Das ist die erste Stufe. Da stehen wir in vielen Kommunen.
Einige der Kommunen, gerade die, die natürlich auch gefördert wurden, sind in dieser zweiten Stufe schon. Die haben eine Smart City Strategie entwickelt und eine Vision, wissen so ungefähr, wo sie hinwollen, um dann im nächsten Schritt konkrete Use Cases abzuleiten. Also Smart Traffic Use Case zur Verkehrssteuerung oder ähnliches, da muss ich Kameras aufhängen und so weiter. Da mache ich mir über Use Cases im nächsten Schritt Gedanken. Und dann letztendlich, wenn ich weiß, was ich umsetzen möchte, kommt der vierte Schritt in dieser Kette, die Konzeption und Planung. Da sprechen wir jetzt nicht von Projektmanagement, sondern wirklich IT-Architektur und IT-Konzeption und Planung. Das ist ebenfalls etwas, was die Kommunen natürlich umtreibt, wo oftmals natürlich auch die technische Expertise dann fehlt, die unterschiedlichen Use Cases, die ich mir erdacht habe, umzusetzen, auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Was brauche ich dafür? Wie sieht das Leistungsverzeichnis aus? Wie bringe ich das in der Ausschreibung? Denn ohne das gelingt letztendlich Umsetzung und Betrieb von diesen Maßnahmen nicht und dementsprechend dann auch als letzter Schritt die Skalierung, wenn ich so weit kommen will, Smart City Use Cases auch in die Fläche zu bringen. Das heißt, diese Schritte, die ersten vier, von letztendlich, ich habe keinen Plan, bis hin zu, ich weiß jetzt, was ich umsetzen möchte, die Use Cases, bis hin zur IT-Architektur, die ich dafür bauen muss und dann der Implementierung über die Ausschreibung hinweg, alles Dinge, die wir jetzt komplett, und ich hatte es gerade schon genannt, als Smart City Transformation Services anbieten für alle Kommunen. Das heißt, man könnte jetzt auf uns zukommen und man könnte anbieten, uns fragen, ich stehe gerade im Bereich, ich brauche eine Smart City Strategie, ich stehe gerade im Bereich, ich habe schon ganz konkrete Ideen und Use Cases, ich bräuchte jetzt eine IT-Konzeption. Alles Dinge, die wir so jetzt den Kommune von links nach rechts begleiten können und letztendlich diese Schritte, die es braucht, um Smart City auch gerade für die möglich zu machen, die nicht die große Kapazitäten haben und die Kohle, hier in die Umsetzung zu bringen. Das Interessante dabei, als Bechtle, das ist unsere Natur. Bechtle ist Händler, wir sind ein großes IT-Systemhaus, wir haben sehr, sehr viele, es war ja vorher auch auf dieser ersten Folie zu sehen, viele, viele Partner, die dann mit uns in die Leistungserbringung gehen. Wir sind aber auch herstellerneutral. Das heißt, wenn wir jetzt Bedarf identifizieren bei den Kommunen, sagen wir nicht, kauf die Lösung auf dieser Plattform, sondern wir schauen erstmal, was ist denn dein Bedarf und welche Plattform, welche Lösung, welche konkreten Use Cases passen denn am besten auf deinen Bedarf. Und dementsprechend agieren wir auch so im Bereich Smart City. Wir sind das Generalunternehmen, das unterschiedlichste Hersteller einbinden kann, wenn wir diese Stufe erreicht haben, dann in die Umsetzung zu kommen. Eine Übersicht sehen wir jetzt mal hier. Wir haben da unterschiedliche Strategiepartner mit an Bord, die dann eben auch gerade so eine zum Beispiel Smart City Vision Strategieentwicklung zum Beispiel übernehmen können. Wir haben auf der rechten Seite verschiedenste Lösungspartner mit an Bord, die dann auch wirklich die Use Cases umsetzen können. Viele davon sind ja letztendlich auch an der Messe heute vertreten, so die bekannten Gesichter, die dann eben mit uns als Generalunternehmen ihre unterschiedlichen Lösungen zusammenbringen und wir dann auch natürlich die Schnittstellen zwischen diesen Lösungen identifizieren können und für die Kommune abwickeln können. Im Detail sieht das so aus, das ist unser Smart City Lösungsportfolio, gruppiert in die unterschiedlichen Handlungsfelder. Der Smart City ist ja mittlerweile auch DIN genormt. Da sehen Sie zum Beispiel solche Handlungsfelder wie Mobilität oder ein Handlungsfeld wie Umwelt. Und in diesen einzelnen Handlungsfeldern im ersten Ring finden wir dann im zweiten Ring die Kategorien, die Lösungskategorien und im dritten Ring dann die konkreten Hersteller, die dann eben lieferfähig sind mit ihren konkreten Lösungen in diesen einzelnen Handlungsfeldern. Hier nochmal so bildlich ein Überblick, was da alles drinsteckt. Viele der Use Cases kennen Sie sicherlich, gerade was dann auch im Bereich digitale Zwillinge, Straßenmanagementsysteme und so weiter angeht, intelligente Ampelsteuerung etc. Dann komme ich zu meinem letzten Teil von diesem Vortrag. Jetzt haben wir gesehen, wie letztendlich es gelingen kann, erstens die Herausforderungen, die ich vorher nannte, keine Kapazitäten, erstmal kurzfristig auch zu überwinden, indem ich jemanden wie Bechtle als Generalunternehmen einbinde, wir gerade auch so in der Markterkundung unterwegs sind und wir jetzt nicht sagen müssen, wir fangen von null an, sondern ein Portfolio ja schon mitbringen mit unterschiedlichsten Herstellern und dann sagen können, welche passt denn am besten. Das heißt, so ein bisschen Outsourcing eben auch von fehlenden Kapazitäten intern leisten zu können. Das sind die Smart City Transformation Services. Zweitens der flächendeckende Rollout. Und dementsprechend auch ein kosteneffektiver Rollout. Das setzen wir uns auf unser Portfolio. Das heißt, wir bringen die Partner und Lösungen rein, die schon bewährt sind, pilotieren nicht jedes Projekt und entwickeln neue Lösungen, die es vorher nicht gab, sondern setzen auf das, was da ist, was funktioniert, was anwendbar und kostengünstig ist.
Auf der anderen Seite sehen wir jetzt aber, dass noch nicht alle Herausforderungen, die ich vorher nannte, von uns natürlich abgewickelt und irgendwie adressiert werden können. Das regelt der Markt nun mal und unser Angebot als Unternehmen nicht komplett alleine, sondern wir brauchen da auch noch Unterstützung. Und da kommen wir jetzt auf das Thema der Technologiepartnerschaften zu sprechen. Die Beschleunigung nochmal vorzunehmen. Da sprechen wir eher über das Thema Rahmenverträge und die Landesebene sozusagen, die da gefragt sein wird. Eben auch zentral die Bereitstellung von zum Beispiel solchen Lösungen wie urbanen Datenplattformen zu bewerkstelligen und damit natürlich auch einen kosteneffektiveren Angang und Betrieb von sowas zu leisten. Das heißt, nicht jede Kommune braucht ja in Zukunft eine urbane Datenplattform. Im besten Fall wäre es so, dass das Land letztendlich die urbane Datenplattform in Zukunft bereitstellt, mandantenfähig die Kommunen darauf zugreifen können und dann aus unserem Portfolio nur die einzelnen Use Cases nur noch an diese Datenplattform angedockt wird. Und nur in Kombination letztendlich von unten und oben, dem Marktangebot, dem Überblick an verschiedenen Lösungsanbietern und unten den neuen Ausschreibungs- und Beschaffungsmechanismen, wird dann auch wirklich die Adressierung von allen Smart City-Kommunen in Deutschland gelingen. Aber das heißt eben auch, dass wir jetzt neue Prozesse und Mechanismen brauchen, um Smart City, was schon da ist, auch in die Umsetzung zu bringen. Ansonsten werden wir es immer haben, dass wir an dieser Schwelle sozusagen abprallen und den Sprung von diesem, wir bereiten Smart City vor, wir wissen, wo wir hinwollen, in die konkrete Umsetzung nicht schaffen werden am Ende und da einfach abprallen sozusagen und dann in der Implementierung scheitern. Das ist unser Leistungsangebot, das ist unser Versprechen, wo wir sozusagen die Kommunen mitnehmen wollen auf diesen Weg von links nach rechts, wo wir allerdings auch den Bedarf sehen, gerade auf der Ausschreibungs- und Landesebene noch stärker Unterstützung zu erhalten und involviert zu sein. Soweit von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen gerne auch nochmal an den Bechtle-Stand vorbeikommen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Claudius. Danke. Danke. So, wir machen nun weiter mit einem Thema, über das wir tatsächlich leider